willkommen zu Rudolfs Technikratgeber. Von Auvisio ein Pärchen-Lautsprecher mit iPod-Dock, die in einem Hochglanzlack geliefert wird, also diesem Klavierlack. Und das iPod-Dock hier oben, können wir das sehen, da können wir ein iPod draufstecken und können dann mit der mitgelieferten Fernbedienung natürlich alles steuern, was man sich so vorstellen kann. Vorwärts, rückwärts, Musikauswahl, Liedauswahl und so weiter und so weiter. Ich kann aber auch über den Auxiliary-Eingang hinten andere Geräte anschließen. Und jetzt will ich mal, dass Sie sich das Teil hier nochmal ein bisschen größer von vorn ansehen. Und das sind zwei Leuchtdioden. Die rote sagt, ich bin im Mute-Betrieb. Jetzt schalte ich mal ein. So, der Hersteller sagt 2x25 Watt. Das erscheint mir ein bisschen hoch, aber machen ordentlich Dampf. Jetzt will ich doch mal hier hinten drauf schauen, damit Sie das mal sehen. Ist kein externes Netzteil, sondern das Netzteil ist eingebaut. Hier ist also der Stromanschluss da, Netzschalter, klar. Und hier weiter oben, da haben wir einen Ausgang für einen Subwoofer. Ich kann also hier noch zusätzlich einen Subwoofer anschließen. Da bin ich jetzt in meinem Auxiliary-Ausgang, einen Cinch, den gibt es auch nochmal hier als Klinkenstecker. Ja, und hier haben wir jetzt den Anschluss für den zweiten Lautsprecher, denn der komplette, die Elektronikverstärker ist hier drin und hier haben wir dann nur noch das Verbindungskabel rüber. Kabel sind übrigens alle dabei, alles was wir uns wünschen, Netzkabel ist ja klar, Verbindungskabel zum Lautsprecher, dann hier für die Auxiliary-Eingänge und diese Sachen. Also, Lautsprecher für zu Hause in Klavierlack. Und die machen richtigen Bums. Also die Bässe kommen echt gut. Höhen fehlen mir ganz klein wenig, aber ich bin sowieso höhenbetonter Hörer. Das kann man nicht unbedingt so ernst nehmen.